Jetzt muss man noch sein eigenes Equipment putzen. Sein eingestelltes mit Schweiß und Tränen. Sponsored bei Uni. So Leute, der Dommel hier. Diesmal sogar im Bild mit Gesicht. Und Blacky hat mich gefragt, ob ich euch nochmal ein Deck vorstellen könnte. Und das ist eins von den Decks, was ich schon sehr lange spiele. Und eigentlich auch so mein Main-Deck war, ist irgendwie sowas. Ich habe was gegen, irgendwie immer so eine Abversion gegen Tier-1-Decks deswegen. Damit kann ich dann immer irgendwie nicht so viel anfangen, wenn die so viel Tier-1 spielen. Aber wie die Playmat schon andeutet, zeige ich euch heute Ueldelva. Lecker. So. Fangen wir mal an. Wie immer, fangen wir mit dem teuersten an. Das bedeutet hierbei dreimal in diesem Deck, nicht viermal, dreimal die Volcanic Island. Blau-rotes Duel, muss glaube ich keinem erzählen, was die kann. Ich nur drei Volcanic Islands spiele und die normalerweise vier spielen und dann eine Steam Vents spiele ich nicht eine Steam Vents, sondern zwei. Ist eine Budget-Option. Hat mich aber tatsächlich gefühlt noch nicht in den Arsch gekniffen. Ist halt ganz minimaler Unterschied, ob du die Steamvents, ob du höhere Prozente hast, dass du die Steamvents Turn 1 als einziges Land auf der Hand hast oder als einziges Land, was du spielen willst. Macht, finde ich, aber kaum einen Stich. So haben wir dann zwei Steamvents. Was landtechnisch angeht, ich spiele immer gerne Basic Land, deswegen haben wir da noch einfach eine Basic Island drin. Spielen die aktuellen Listen halt tatsächlich auch. Die ganzen Tier-Null-Listen. Und weil wir halt so viele Inseln haben und weil wir irgendwas für ein bisschen Late-Game-Plan so in die Richtung haben bräuchten, spielen wir noch einen Mystic Sanctuary. Das ist ein bisschen kniffliger, kommt halt enttappt ins Spiel, wenn du drei oder mehr Inseln kontrollierst, ist selber eine Insel, zählt sich aber nicht mit, weil es sagt, glaube ich, auch drei oder mehr andere. Und wenn die ins Spielfeld kommt und enttappt ins Spielfeld kommt, darfst du dir eine Instant oder Sorcery vom Grave auf die Library legen. Damit kann man ein bisschen Shenanigans hier, mit, hier drin machen. Das Offensichtlichste wäre halt, man legt sich ein Counterspell oder ein Cantrip obendrauf, aber was man damit noch machen kann, kann ich gleich noch nebenbei erzählen. So. Und zu diesen ganzen Inseln primär spielen wir dann noch 8 Blaufetches. Es sind hier zwar 2 polierte Delta, 2 Flooded, 2 Misty, 2 Scalding Tarns, 2 Mistys. Es können aber auch einfach 4 Scalding Tarn, 4 Polluted Delta sein. Es können 4 Scalding Tarn, 4 Flooded Strand sein. Es können 4 Flooded Strand, 4 Polluted Delta sein. Es ist eigentlich egal. Es muss nur blau fetchen können, weil wie ihr seht, von dem, was man fetchen will, ist alles eine Insel. Es darf halt nur kein Prismatic Vista sein, weil die darf halt die eine Insel finden. Ja, um das Ganze abzurunden, der Klassiker in Delver-Decks. 4-mal das schöne Wasteland. Zerstört Non-Basic Land. Kennt man halt. Gut. Das teuerste ist damit abgegolten, die Mana-Basis. Gehen wir zum nächsten Punkt. Wie der Name schon sagt, Ueldelva, kommen wir jetzt zu den Kreaturen. Und starten auch direkt mit der Hauptkreatur. In diesem Fall einfach 4-mal der Delver of Secrets. Beziehungsweise, um das nur die Flipkarte ist. Um es ein bisschen offensichtlicher zu machen. Also die Checkkarte so. Um es ein bisschen offensichtlicher zu machen, ja, die Kreatur. Delver dürfte jeder kennen. Ist ein 1-1er, der in der Upkeep flippen kann. Wenn du eine Instant oder Sorcery aufdeckst, wird dann zum 3-2er Flieger. Mittlerweile muss man leider sagen, eigentlich die schlechteste Kreatur in dem Deck.
obwohl sie halt die namensgebende Kreatur ist. Fast schon besser, oder definitiv besser eigentlich, ist der Dragon's Rage Chandler. Man bemerke Modern Horizons. 1-1er mit einem Mana, Human Shaman, mit immer wenn man eine Non-Creature-Spell spielt, darf man Surveil 1 machen. Und Delirium. Heißt vier verschiedene Card-Types im Friedhof und der wird eine 3-3er mit Flieger fliegend und muss angreifen. Wichtig, der muss angreifen. Der ist halt in dem Deck eigentlich dumm. Du castest Cantrips ohne Ende, du castest Instants und Sorceries generell ohne Ende, halt auch Counter. Und das Ding macht halt einen Force zu einem, ich gucke mir mal die erste Karte an, oh, die will ich ja nächste Runde gar nicht ziehen. Schmeiß in den Friedhof. Das heißt, der füttert sich auch noch selber und wird dann in der Regel relativ schnell zu einem 3-3er mitfliegend. Was den halt auch dumm macht, sind die Stats einfach, weil wenn der 3-3 ist, ist der schon mal besser als der Delver mit 3-2. Weil, ja, zwei Schaden kriegt man in der Luft mal schnell zusammen, gerade mit zwei Tokens oder so. 3-3er ist schon echt was schwieriger zu handeln. Eigentlich so finde ich mit die beste Errungenschaft für dieses Deck aus den letzten Jahren. Noch eine sehr, sehr gute Errungenschaft aus den letzten Jahren ist der liebe Murktide Regent. Den spielen wir natürlich auch viermal. Man bemerke das Modern Horizons Treatment. Na, what's he? Das Ganze hat dazu geführt, dass wir jetzt einen 7-Mana 3-3 Flieger haben, der Delph hat. Das heißt, er kann auch noch 5 Mana günstiger werden, wenn wir irgendwas aus dem Friedhof exilen. Wenn wir dabei auch noch zufälligerweise Instants und Sorceries exilen, bekommt er für jede Instance und Sorcery, die dabei exiled wurde, eine +1/+1 Marke. Also wir können für 2 Mana einen 8-8er Flieger beschwören. Das ist dumm. Und dazu bekommt er auch immer noch eine +1/+1 Marke, wenn eine Instant oder Sorcery den Friedhof verlässt. Wir erinnern uns an die Mystic Sanctuary, die wir gesehen haben. Die ist im Endeffekt ein +1 auf die Kreatur. Weil meistens kommt der so Turn 4. Ja. Dann kann man die Mystic Sanctuary danach halt auch einfach mal fetchen, wenn man danach noch einen Instant oder Sorcery im Friedhof hat. Oder, was halt noch viel dümmer ist, man castet danach noch einen Murktide Regent. Und im besten Fall exalt man halt 5 andere Instants oder Sorceries. Und dann bekommt der Gute halt nochmal +5/+5. Dann haben wir einen 13-13 Flieger. Für 2 Mana. So viel zu unserem allerliebsten Murktide Regent. Wie gesagt, ne, Modern Horizons war ein super Set. Hat jedem Format gut getan. Ja, und dann haben wir noch eine einzige letzte Kreatur, den allseits beliebten Brazen Brawler. Ja, 2 blaue und farbloses, ein 3-1er Flieger mit Flash und kann nur Kreatur mit Fliegen blocken. Ist bei dem aber eigentlich relativ egal, weil der meistens nur für den Instant-Part gecastet wird ins Adventure. Dann kriegst du halt ein Non-Land-Permanent von dem Opponent auf die Hand. Ist halt super gegen sowas wie Marit Lage. Uru. Kann auch mal so ein Hamster beantworten. Also zumindest den Planeswalker, der den Hamster macht, zumindest mal so für eine Runde oder so. Ja. Ist halt eigentlich ein Tool und kann halt zum Zweifelsfall halt noch eine 6., 7. Handkarte aus dem Exile sein, die angreifen kann. Gut. Kommen wir zum Counter. Die Counterspells. Wer sich noch so an alte Listen erinnert, die ich vielleicht auch mal vorgestellt habe, Spellpierce, Spellsnare, Force of Negation. Mittlerweile spielt man halt einfach nur noch 8 im Mainboard. Was zum allem das alle eine gute Force of Will. 4 Mana natürlich, was soll man auch sonst machen. Kann man eine blaue Handkarte exilen und lebende zahlen und Counterspell, einfach einen Spell countern. 5 Mana Hardcast. Haben wir schon gesehen. So viele Länder sind hier nicht drin. Aber kann halt auch passieren. Andere Art von Counter, die sehr, sehr schön kontrovers diskutiert wird, ist Daze.
Ist hier dann auch. Viermal drin. Nimmst eine Insel auf die Hand zurück. Der Gegner muss einen Mana, also der Beherrscher des Spells muss einen Mana mehr bezahlen, sonst wird er gecountert. Oder halt für zwei Mana zum Hardcasten. Ja. Ist halt so der Klassiker, den du in Delver spielst, ne? Die beiden Spells, viermal, feuerfrei. Müsste immer mit den Countern halt auch schon durch. Kommen wir zu den Cantrips. Bei den Cantrips muss man halt sagen, die haben ein bisschen auch dafür gesorgt, dass jetzt weniger Counter gespielt wird, weil es jetzt auch wesentlich mehr sind. Ganz klar der Klassiker Brainstorm. Spielen wir natürlich auch viermal. Drei Handkarten ziehen, zwei wieder oben drauflegen. Manche würden sagen, es ist genauso wie ein, wie ein Opt. Dann haben wir viermal Ponder. Auch für ein Blaues. Guckst dir die obersten drei Karten an, kannst dich shuffeln oder in irgendeiner Reihenfolge zurücklegen und ziehst eine Karte. Steht so gar diesmal drauf. Die dann halt auch viermal. Klassiker, kennt jeder. Und dann kommt ein Neuzugang aus Strixhaven. Expressive Iteration. Natürlich viermal. Noch eine dumme Karte. Weil wir bekommen für ein rotes und ein blaues eine Sorcery. Und wir dürfen uns die obersten drei Karten angucken. Eine kommt oben drauf. Eine bekommen wir auf die Hand. Eine geht ins Exile. Die dürfen wir spielen. Wichtig, spielen, nicht casten. Und eine kommt unten drunter. Hm, okay. Das sind zwei Mana. Du kriegst eine Karte auf die Hand. Und eine ins Exile. Wenn man sich jetzt aber überlegt, ja, die Karte auf der Hand ist gut, das heißt, du machst auf jeden Fall Nullrunde. Das, was du aus dem, ins Exile legst, darfst du aber spielen. Das heißt, mit dem Ding kriegt man halt auch Länder. Und die kann man dann halt auch wieder ins Spiel bringen. Das heißt, in der Regel castet man das Ding in Turn 3, ohne den Landdrop vorher gemacht zu haben. Guckt, ob man Land findet. Wenn nicht, Karten legt man irgendwas in Exile, was man dann eh casten kann, wie zum Beispiel in DRC oder Darcy, also Dragon Sage Chandler. Droppt Land, wenn man noch eins hat, und spielt den. Das Ding zieht dir effektiv zwei Karten. Und wirft im Zweifelsfall auch noch Müll drunter. Dumm. So kommt man halt auch wesentlich schneller durchs Deck. Und halt dadurch auch wesentlich besser an Counter. Was halt dafür gesorgt hat, dass weniger Counter gespielt werden. So, jetzt haben wir hier im Endeffekt 4, 8, 12 mal Draw a Card. Wir brauchen ja aber noch Delirium. Oh. Brauchen 4 Card-Types im Friedhof. Bis jetzt haben wir Creature, Instant, Sorcery, Land. Und Sorcery auch nicht so viele. Da müsste eigentlich noch was dabei, damit man das sicherer hinbekommt. Ja, spielt man halt einfach zwei Mishras Bubble. Null-Mana-Artefakt, das heißt, das Ding triggert auch noch Delirium, wenn Dragon's Rage Chandler liegt. Kannst das opfern, die dir die oberste Karte von deinem Gegner angucken, bekommst also auch noch Informationen. Du kannst sie aber auch opfern, um deine oberste Karte anzugucken, wenn dein Gegnerzug ist. Und du einen Delver liegen hast, Trick 17, dann stackst du einfach die Trigger so, wenn du zum Beispiel siehst, da ist ein Sorcery oder ein Instant oben drauf, dass du erst den Delver-Reveal machst und dann die Mishras Bubble Draw. Oder wenn du siehst, dass halt Rotz oben drauf liegt, also Rotz im Sinne von einer Creature oder ein Land, dass du erst ziehst und dann der Delver triggert. So, und dann zieht man halt auch noch eine Karte, also in der nächsten Upkeep. Wenn man die benutzt hat, in der nächsten Abgibt, ziehst du eine Karte. So, das heißt, man bekommt aus der Karte Informationen, Card Advantage, ja, und besseres Delirium-Verhältnis. Ist halt in dem Deck leider gut. Deswegen wird die manchmal auch viermal gespielt. Ich spiele sie jetzt zweimal, weil ich sage, das Verhältnis von 4, 4, 4, 2 passt mir ganz gut. Ich habe auch noch ein paar andere Anpassungen drin. Die sieht man zum Beispiel jetzt, wenn wir in die Burnspells kommen. Oder ins Removal. So, Burnspells. Der Klassiker. Lightning Bolt.
Firma. Steht ja drauf, oder kann, ne? Ein Mana, drei Schaden auf irgendein Target. Solide. Instant. Triggert den Darcy. Kann man mit dem Murktide fressen. Kann man mit dem Mystic Sanctuary auch auf die Hand zurück, aufs Stack oben drauflegen. Easy. Dann haben wir noch einen. Unholy Heat. Rotes, zwei Schaden schießen an der Kreatur oder am Planeswalker. Mit Delirium sind es dann sechs Schaden. Auch solide. Auch wieder ein Grund, weswegen wir gucken müssen, damit wir relativ schnell Delirium kriegen. So. In den Online-Meta-Delver-Listen hört jetzt der Burn-Spell-Pile meistens auf. Da bei uns im Fischkrieg wenig Burn rumläuft, habe ich einfach den Pyroblast, der im Mainboard ist, gestrichen und spiele deswegen ein Tarfire. Weil der macht automatisch, wenn kein Instant drin ist im Friedhof, Delirium plus 2. Das ist ein Tribal-Instant. Dazu ist halt ein Einmana-Instant, der zwei Schaden schießt an irgendeinem Target. So. Wie gesagt, in der Regel wäre es ein Pyroblast, weil die Meta so blau ist und du mit dem Pyroblast dich halt auch gut gegen andere Delver-Decks stehst. Ich bevorzuge bei uns in der Meta das Tarfire, einfach um diesen Passus in Delirium besser zu kriegen und halt um einen zusätzlichen Burn-Spell zu haben. Kommen wir zum Sideboard. So, wie wir jetzt schon gesehen haben im Mainboard, haben wir relativ wenig Counter. Es gibt aber auch Matchups, wo wir einfach Counter brauchen, zum Beispiel Storm oder generell ein Combo-Deck oder gegen Counter oder gegen Control-Deck. Dafür haben wir halt die Counter dann im Sideboard. Counter im Sideboard heißt hier zum Beispiel einmal ein Pflasterstorm. Ein blaues Mana, Instant, du counterst ein Instant oder Sorcery-Spell mit Storm. Sollte jeder, der Legacy-affin ist, kennen. Selbst die Commander-Leute kennen. Dann haben wir noch einmal ein Spell-Pierce. Blaues Mana, counters nicht Kreaturen-Spell, außer der Beherrscher spielt zwei, bezahlt zwei. Spiel ich halt zum Beispiel, weil bei uns manchmal Food Chain rumrennt. Oder halt auch Planeswalker, die kriegt man damit auch. Oder Chalice. Ist im Endeffekt ein anderer Angriffspunkt vom Pflasterstorm. Dann, ganz klassisch, weil man Mainboard nicht mehr spielen, spielen wir halt zwei Force of Negation im Sideboard. Modern Horizons Treatment, muss ich mehr sagen. Ja, Force of Negation, drei Mana, kannst eine blaue Handkarte abwerfen, wenn es nicht dein Zug ist. Und ein Spellcount, nicht Kreaturen-Spell-Counter, und der wird sogar exiled. So. Kann man aber für die drei Mana halt auch mal solide hardcasten. Was ich da noch spiele, einfach weil es spicy ist, ist ein One-of-Counter-Balance. Älteres Artefakt, Leute, die noch Miracles mit Töpfchen kennen, werden das Ding hassen. Also mit also Countertop. Für zwei Mana kriegst du ein Enchantment. Immer wenn der Gegner ein Spell spielt, kannst du die oberste Karte deiner Bibliothek revealen. Und wenn du das tust, wird der Spell gecountert, wenn die Mana-Value matchen. Also wenn du Gegner ein Spell mit einspielst, hast du einen Ponder oben drauf, zeigst du dem das, ist gecountert. Wir haben Cantrips ohne Ende hier drin. Das heißt, wir können mal locker, gerade wenn du gegen so wie Storm spielst oder so, oder andere Decks, die viel mit 1 drin haben, das Ding einfach mal hinlegen und kannst halt so ein 1er-Spell oben drauf floaten. Oder halt mal einen Blindflip haben mit einer 1 oder einer 2. 3 haben wir fast nichts drin. Das ist ein bisschen schwieriger. 2 wird schon auch schon schwierig. Ja, und ansonsten kannst du halt damit auch mal einen Force mit einem Force countern, ohne dass du deinen Force benutzen musst, weil die Counterbalance triggert. Hier einfach dann nur für Control-Matches und halt, wenn du es eh reinnehmen kannst, weil du Zeug rausboardest. Counter-Slash-Removal. Diesmal gegen Rot. Ist Blue Elemental Blast. Könnte auch ein Hydro Blast sein. Du counterst einen roten Spell oder zerstörst eine rote Karte. Schön im Blau. Bei uns, Goblins und Dingen.
Mittlerweile öfters auch mal ein Painter-Deck. Kann man spielen. Das rote Bonbon dazu, einmal in Form von Hydroblast, zweimal. Wie gesagt, wir spielen den gar nicht main, deswegen kann man auch ruhig dann zwei Sideboard spielen. Countert ein Spell, wenn der blau ist, oder countert ein zerstört ein permanentes, wenn es blau ist. Wichtig hierbei, ist auch wieder tricky. Das Ding muss noch nicht mal blau sein. Der resolved halt trotzdem. Und damit kannst du halt auch Murktide füttern, wenn irgendeine grüne Kreatur liegt. Das halt ein kleiner Kniff. Weswegen teilweise auch die Blasts, also die Pyroblasts, über dem nächsten Spell eigentlich manchmal gespielt werden. Oder halt die Hydroblast über den Blue Elemental Blast. Deswegen spiele ich dann noch einen Red Elemental Blast, einfach damit man mir die nicht searchigeln kann und ich bin komplett raus damit. Red Elemental Blast wie der Blue Elemental Blast, nur halt dasselbe in Blau, Rot, halt in der anderen Farbe. Countert einen blauen Spell oder zerstört eine blaue Karte in Rot. So, jetzt waren wir schon bei Zerstören. Gegen Kreaturen oder Weenies, spielen wir mal so, dass ich das jetzt hinbekomme, Rough Tumble. Rough Tumble ist eigentlich nur wegen Rough hier drin. Und zwar für die 2 Schaden an jeder Kreatur ohne Fliegen. Bei uns fliegt eigentlich alles. Also die DRC sollten fliegen, ansonsten werden sie von umgebumst. Die Delver sollten auch fliegen. Und du kannst halt keinen Schadenszauber spielen, der jeder Kreatur 2 Schaden schießt, weil dann holst du dir deine eigenen Delver vom Himmel. Das hier ist so gegen Elfen sehr gut, gegen, wenn du triffst, Goblins sehr gut. Es kann gut sein gegen Death and Taxes. Der Tumble-Teil, ich wüsste nicht, wofür man den gebrauchen kann, zumal der 6 Mana kostet. Wird schwierig. Und das ist halt im Endeffekt ein anderer Slot für End the Festivities, der einem Gegner einen Schaden schießt und jeder Kreatur, die der Gegner kontrolliert, weil er mittlerweile halt viel rumläuft, hat auch mal 2 hinten hat. So. Removal. Artefakte. Meltdown. Rotes ein X, zerstörst jetzt Artefakt mit Casting Cost X oder weniger. Klassiker mittlerweile. Danke Ursas Saga. Spiele ich jetzt einmal, weil wir eigentlich nicht so viele Artefakte in der Meta haben, außer du triffst jeden Artefaktgegner, den du kriegen kannst. Kann man auch 2-mal spielen. Im Endeffekt, früher das Braid. Und noch in Anführungszeichen Removal. Removal-Bounce. Brazen Borrower, hat man eben schon im Mainboard, kann auch ein Submerge sein. Gerade wenn viel GW-Debs rumläuft, kann man gut ein Submerge spielen, wenn viel Lands rumläuft auch. Den habe ich einfach nur genommen, weil bei uns so viel von der Richtung nicht viel rumläuft. Deswegen einfach der Brazen Borrower als Bouncer. Karte, die relativ frisch ist. Maddening Hex. Für 3 Mana bekommt man einen roten Curse. Und den Spieler enchanted. Und immer wenn der Spieler nicht Kreaturen-Spell castet, rollt man D6. Und der kriegt Schaden so viel, wie die Augenanzahl ist. Dann wird er an einem random Gegner angerüstet. Ja, okay, warte mal. Wenn ich in einem wenn ich in einem 1 gegen 1 Format, habe ich nur einen Gegner. Clever, ne? Ja, ist halt eigentlich so ein gutes Ding gegen Control-Decks. Kannst auch gegen Storm reinnehmen, weil, hey, wenn Storm abgehen will, brauchen die eine Menge Nicht-Kreaturen-Zauber. Auch ein Finisher im Endeffekt in dem Moment und halt auch einmal hier drin. Kann man auch gerne mal 2-mal spielen. Letzte Karte. 2-mal Surgical Extraction. Ja, für ein Phyrexian schwarzes, ein Instant und nimmst ein Non-Basic Land aus dem Friedhof raus, aus der Hand und aus dem Deck. Bei uns läuft halt viel Reanimator rum, da brauchen wir eher mal so einen Turn 1 Trickplay, den du damit hast, oder einen Turn 0 für dich, wenn du on the draw bist. Und das Item Unlicensed Hearse ist halt über den Spielverlauf besser.
Aber bei uns laufen halt zwei Reanimator-Spieler rum manchmal und dann will ich lieber das hier haben. Das Hearth hat auch seinen Platz, klar. Du kannst damit Uro in Schach halten und ein paar andere Karten. Gegnerischen Murktide zum Beispiel, wenn du ein Mirror-Match hast und das Ding dann halt einfach mal croonen und für 8 in der Schnauze hauen. Aber Meta-Entscheidung bei mir geht zur Surgical Extraction. Kurzes Wort zum Sonntag. Warum Ur-Delver? Aktuell ein relativ umstrittenes Deck, ein relativ verhasstes Deck mit sehr hohen Meta-Prozenten. Stand 10.11.2022. Mal sehen, wann der Bann kommt und ob er kommt. Habe ich lang nicht angepackt, weil es mir einfach zu bieder war. Weil das Deck halt dadurch, dass es so raussticht, für mich unattraktiv war. Hab's jetzt einmal aus Jux nochmal angefangen und hab halt gemerkt, Gott, ist das Deck dumm. Aber in ne, wenn du es pilotierst, sehr coole Richtung. Es ist sehr stabil, es ist schön aggressiv und hat trotzdem Kontrolle. Du hast Late-Game-Pläne und hast Kniffe, gerade zum Beispiel mit dem Mystic Sanctuary. Hast du ein paar Kniffe drin, die du spielen kannst. Du hast sehr viel zu tun in deinem Zug und im Gegnerzug, gerade durch die Surveil-Trigger zum Beispiel, auch von dem Dranksrage-Channeler. Und du hast halt endlich mal im Ur-Delver einen Beater, der in 2-3 Runden ausmachen kann mit dem Murktide. War halt auch eine Karte, die so in dem Sinne gefehlt hat. Deswegen Ur-Delver. Ich spiele selber auch gern Jeskai Control und irgendeinen anderen Shenanigans oder halt auch Monored Stompy. Aber ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen dagegen gesträubt, habe es dann einfach nochmal angepackt. Nach über einem Jahr, nach dem Dreadhold Arcanist-Ban, habe ich das Deck einfach erstmal liegen gelassen. Und ich muss sagen, das macht leider schon ziemlich Spaß. So, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Glocke bimmeln, lasst ein Abo da, keine Ahnung. Kommt vorbei und knutscht den. Und man hört sich.